Ja, einmal Beispiele zum Thema Ableitung Scharfunktion oder Funktionsschar oder Funktionen eben mit so einem Buchstaben noch dabei, einem Parameter. Also ganz wichtig vom Verständnis her am Anfang, ihr habt eine Funktion f von x, aber da taucht eben noch ein anderer Buchstabe auf und ihr konzentriert euch beim Ableiten auf das Argument, in dem Fall ist es das x. Und ich packe jetzt hier immer entsprechend die erste Ableitung hin. Und das kann man dann eigentlich projizieren auch auf andere Funktionstypen, wenn es um E-Funktionen geht, Ln-Funktionen. Dann kommt ihr mit diesen Grundlagen eigentlich immer gut zurecht. Ganz wichtig, x² plus a², da fällt man oft schon am Anfang rein. Was ist das abgeleitet? Augen gehen auf das x, x hoch 2 abgeleitet ist 2x und a² wird in diesem Fall nicht abgeleitet zu 2a, weil a steht, dieser Buchstabe steht hier jetzt für irgendeine Zahl, die man einsetzen kann. Eine Zahl hoch 2 ist wieder eine Zahl und Plus oder Minus einfach nur hier hinten dran fällt beim Ableiten weg. Stellt euch vor, da würde dann Plus 100 stehen. Ja, das ist das Wichtigste eigentlich am Anfang und hier direkt der Unterschied. Ist das a² aber multipliziert, als konstanter Faktor multipliziert, dann haben wir Zahl mal x hoch 2, hoch 2 wäre abgeleitet 2 nach vorne multipliziert und die Zahl a² ist auch wieder eine Zahl, bleibt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht mal direkt als Gegenbeispiel. Wann wäre x² plus a² eben nicht das abgeleitet, sondern 2a, dann müsstet ihr hinschreiben, f, a und x wäre dann in dem Fall der Buchstabe, der für einen Parameter steht, wofür ich Zahlen einsetzen könnte. Und wenn das jetzt x² plus a² wäre, dann wäre f, a ist das Argument, Strich, gleich, jetzt gehen die Augen auf a, das ist jetzt das Argument, danach leite ich ab. Das heißt, x steht für irgendeine Zahl. Das heißt, x² wäre wieder eine Zahl, fällt abgeleitet weg und a² wäre 2a. Das ist mit das Wichtigste am Anfang. Jetzt kommen noch so ein paar Spielereien. X² durch a, auch gelesen x² ate. Auf jeden Fall erstmal, Achtung, ich leite noch nicht ab, sondern ich bleibe hier. Ich schreibe erst um, wäre 1 ate mal x², konstanter Faktor, also 2 mal 1 Artel mal x. Kann man auch anders hinschreiben zu 2 Artel x. Ich weiß, es hört sich furchtbar an, aber mit ein paar Übungsaufgaben eigentlich ganz easy. A durch x². Und nochmal, unser Argument ist das x. Auch hier ein paar Grundlagen zum Umschreiben. Das wäre a mal x hoch minus 2. Sonst nochmal in Potenzgesetze reinschauen. Und das abgeleitet, a ist wieder konstanter Faktor hier, minus 2 Hochzahl nach vorne multipliziert, konstanter Faktor bleibt, mal x. Und ganz wichtig, oben einer abgezogen, minus 2 minus 1 ist minus 3. Also hier stecken schon viele Sachen drin. Und vielleicht hier noch a multipliziert mit der Klammer. Ihr könnt entweder das a rein multiplizieren, dann hättet ihr ax² minus 4a. Könntet also hier ableiten, wäre 2ax und Achtung, minus 4 mal a ist eine Zahl, kein konstanter Faktor, fällt beim Ableiten weg. Ihr hättet auch an der Stelle hier sagen können, a mal ist jetzt ein konstanter Faktor, bleibt also und dann leite ich das ab, was in der Klammer ist. X hoch 2 ist 2x abgeleitet, minus 4 fällt weg und a mal 2x ist 2ax. Ich glaube, da waren recht viele ganz knifflige Sachen für den Anfang mit dabei. Und wenn ihr das, wie gesagt, projiziert, dann fallt ihr da nirgendwo hoffentlich in irgendeine Falle rein.